Hallo. Ach ja, ich bin heute ein bisschen bedrückt. Ganz blöde Geschichte erlebt. Ich gebe mir wirklich große Mühe. Aber wenn ich jemanden das Frühstück ans Bett bringe, dann würde ich gerne was anderes hören als: Was machen Sie in meinem Haus? Ganz schön undankbar. Vor den schwarzen Karossen sattelten die Kutscher ihre Pferde mit schwarzen Federn und Schleifen. Schwarze Stoffe wurden auf allen Tischen zugeschnitten oder genäht. In der Kirche zu Gramunkholm, wo der alte König beigesetzt worden war, hingen noch die schwarzen Baldachine und Tapeten, und das Königsgeläut war von der Stadt aus weit hinaus ins Land zu hören. Als schließlich der Krönungszug über die beschneiten Straßen daherschritt, gingen alle in Trauer, nur der junge König trug seinen Purpur. Der Widerhall der letzten Freudensalven war kaum über die Tüxbergerberge hinweggerollt, als dieselbe unverträgliche Langeweile sich in den düsteren Weihnachtstagen wieder am Tore niederließ. An einem trüben Mittag stampfte der Küchenmeister der Königin auf den Boden, in den Händen hielt er eine Büchse mit eingemachten Tomaten. »Ach du Lieber! Heute gibt's was zu tun. Sein Durchlauch, der Herzog von Holstein, der bald hier zu erwarten sein soll, hat da eine köstliche Gabe geschickt. Ihre Majestäten und Fräulein Greta Wrangel haben schon die Früchte gekostet, und Tessin, der weit gereist ist, kommt selber herunter in die Küche, um uns beim Anrichten zu helfen. Steht nicht und gafft, ihr Jungen, mit den Lumpen an den Kasserollen, putzt und reibt.« Der kleine, abgelegene Hof im äußersten Winkel der Welt hatte in diesem Tage etwas zu denken bekommen. Bei der Tafel wurde von nichts anderem als von den Tomaten gesprochen, und jeder hatte etwas über ihren Geruch und Geschmack zu sagen, währenddessen wurde pokuliert, und die eingeladenen Reichsräte vergaßen ihre Launen und sagten einander drollige Liebenswürdigkeiten. Nach der Mahlzeit fasste der König Reichsrat Lars Wallenstedt am Rockknopf und führte ihn wie einen hustenden, umstellten Bärenden in die Fensternische. »Sage mir«, fragte der König ernst, »wie soll ein Fürst sich für sein Volk opfern? Jene Predigt im letzten Frühjahr geht mir nie aus dem Sinn.« Wallenstedt hatte die Gewohnheit, wenn er redete, die Lippen aufzublasen, als ob er zu sagen dächte: »Puh!« An die frühreifen, scharfsinnigen Fragen des Königs gewöhnt, antwortete er: »Ein Fürst soll alle kleinen Bedenklichkeiten opfern, alle Mächte um sich sammeln und seines Volkes Urbild und Wille werden.« Wohl war es eine fromme Rede, die wir damals in der Kirche hörten, aber sagte nicht sein Hochwürden Spiegel, dass die Untertanen wie die Sklaven ihres Herrn sein sollen? »Die Ratsherren und der Adel streiten jetzt nach dem Tode eurer Majestät, hochseligen Herrn Vaters, nur um ihren Anteil an der Macht. Und Oxenstierna, Gülenstierna und, na, man horcht. Aber deshalb habe ich mich nicht erdreistet, Euer Majestät, Willen zu unterstützen, schon bei so jungen Jahren die schwere Regierungslast von den Schultern Ihrer Majestät, der Königin Witwe, zu nehmen. Als Kroniel, der Lehrer des Königs, der in der Fensternische stand, die Worte von der Regierungslast hörte, schrieb er mit dem Finger an das angelaufene Fenster: »Das Joch dünkte der Alten ebenso schön wie die Frontage.« »Ja, ja, lieber Wallenstedt«, antwortete indessen der König. »In mir habe ich auch allzeit gefühlt, dass mein Wille dazu mahnte. Auf Atlans Thron muss ein Mann sitzen. Das Wollen ist wunderlich, peinigendes Ding. Was ist es? Heute fühle ich, dass ich nach Kungsör reiten und Bären jagen will. Aber warum? Ich könnte ja gerade so gut etwas anderes wollen. Der Wille ist mir eine Fessel, eine fest um die Brust gezogene Kette, aus der ich mich nicht losringen kann. Sie ist der Herr und ich bin der Knecht.« Die Wachslichter waren schon angesteckt, als er in sein Wohngemach trat. Auf dem Tisch stand der versiegelte eiserne Schrein, in den der alte König seine letzten geheimen und väterlichen Ratschläge niedergelegt hatte.
Mehrere Tage waren verflossen, seitdem die verabschiedeten Reichsvormünder ihn aus ihren Händen gegeben hatten, aber er hatte sich nicht dazu entschließen können, ihn zu öffnen. Wohl hatte er eines Nachts das Siegel heftig aufgerissen, dann aber von Neuem geschaudert. Jetzt, heute Abend, fühlte er, dass der Wille gekommen war. Aber als er den Schlüssel in das rasselnde Eisen steckte, überfiel ihn wieder die alte Angst vor der Dunkelheit. Er sah des alten Königs zinnernen Sarg vor sich, der neulich seine Schaufeln Erde bekommen hatte, und es war ihm, als ob er jetzt Auge in Auge mit dem Toten stehen sollte. Er rief Hakon herein und bat ihn, Holz in den Kamin zu tun. Unterdessen drehte er den Schlüssel um und schlug den Deckel zurück und wickelte mit eisigem Schauder das dicht beschriebene Papier auf. »Nimm die Macht in die eigene Hand«, stand da, »und hüte dich vor den großen Herren, die um dich sind und von denen viele französische Mägen haben, die am eifrigsten tuscheln, trachten nur nach deinem Gewinn, und die Besten stehen oft schweigend an ihrem Gartenbeet.« Als er die ängstlichen und misstrauischen Warnungen des Entschlafenen zu Ende gelesen, merkte er nicht, dass Hakon die Kammer bereits verlassen hatte. Nun war er Herr über ganz Schwedenland. Die hohen Herren hatten sich vor seine Tür gedrängt, um ihn als mündig erklären zu dürfen. Wussten sich selbst, wann ihre Worte der Hoffnung auf Gnadenbeweise, wann sie rein ehrlicher Abseit entsprengen. Liebten sie ihn denn nicht mehr als den eigenen Sohn oder Bruder? Aber dennoch konnte er nicht vertraulich mit diesen Greisen reden, die ihre Worte wägten und überlegten. Und konnte er vertraulich mit seinen Altersgenossen einen Haufen ängstlich blößlicher Spielbrüder reden, die nichts von den Geschäften des Tages kannten? Einsam ging er wie zuvor und einsam wollte er Zepter des alten Königs emporhalten. Nichts durfte ihm über Schweden stehen und vor allen Königen Schwedens wollte er der Größte und Beste werden. Hatte er nicht oft aus den Händen des allmächtigen Gottes ein Zeichen dafür empfangen, da er schon so jung zum Fürsten erhoben ward, die vielen Jahre eines langen Lebens vor Augen? Das Alte, was sich den Zorn Gottes zugezogen hatte, war jetzt vorbei. Er sang in der Höhe, es jubelte von Trommeln und Trompeten. Er stand auf und die Hand sank mit einem leichten Schlag gegen die Tischkante. Piper hatte gesagt, Schweden sei ein großes Reich mit einem kleinstädtischen Hof am Ende der Welt. Damit sollte es ein Ende haben. Er hatte sich die Krone selbst aufs Haupt gesetzt und war mit ihr nach der Kirche geritten. Hatte er sie nicht schon von Gott in seiner Geburtsstunde empfangen? An jenem Junimorgen, da der helle Stern das Löwenherz über sich in dem östlichen Horizont erhob, die Teppiche auf der Straße, in die die Hufeisen Löcher geschlagen hatte, hatte er den Bauern geschenkt, dass sie sich damit schmückten. Der Adel aber hatte zu Fuß gehen müssen und die Ratsherren selber hatten die Baldachine getragen und ihn an der Tafel wie Lakaien bedient. Warum sollte er heucheln? Warum sollte er den Männern Ehre erweisen, die er nicht in seinem Inneren ehrte? Hatte er denn überhaupt ein Manifest gegeben? Die Stände aber nicht, er, hatten zu schwören, seinen Königseid hatte er in stillem nur Gott geschworen, als er vorm Altar stand. Jetzt war er Herr über ganz Schwedenland. Er ging an den Wandspiegel und prüfte zufrieden die kleinen Pockennarben in seiner Mädchenhaut und drückte mit den Fingern die Stirntiefe Falten. Und darauf zeigte er in die Luft, setzte sich rittlings auf einen Stuhl und galoppierte durchs Zimmer. »Vorwärts, ihr Jungen, vorwärts für euren König! Hopp, brillant, hopp, hopp!« Er bildete sich ein, dass er über eine Wiese gegen den Feind reite und hunderte von Kugeln gegen seine Brust schlugen, aber plattgedrückt ins Gras fielen. Rings auf den Höhen standen noch die Zuschauer und in der Ferne kam selbst der König von Frankreich auf einem weißen Pferd und schwenkte den Hut. Im Saal darunter standen noch die alten Großherren im Gespräch, als sie den Lärm hörten, schwiegen sie einen Augenblick und horchten auf. Kronhjelm aber zeichnete am angelaufenen Fenster und brummte halblaut. »Es ist nur seine Majestät, die mit Regierungsangelegenheiten beschäftigt ist. Er denkt an die Gnadenbeweise für uns bei der Mündigungsbesprechung.« Wallenstedt blies die Lippen auf und gab ihm einen wütenden Blick.
Als der König rund um das gesamte Wohngemach galoppiert war, fiel ihm plötzlich etwas ein und er ging zur Tür. Das erfahren wir morgen.